Wir sind zurück, Leute, bei Super Mario Maker 2 Online. Heute werden wir uns noch einem Zelda-Dungeon widmen, nämlich dem großen Plateau von Breath of the Wild. Das hat der gute Reshiram 52 gebastelt. Schauen wir mal, was das für ein Level ist. Und danach geht's auch schon in die beliebten Level. Weil wir dann so gut wie alle gemacht haben, die ich euch zeigen wollte. Eins gibt's noch, aber das sehen wir dann im nächsten Part. So. Dann gucken wir mal. So, hier gibt es erstmal einen Pilz. Das ist okay. Jetzt ist die Frage, das wird wohl der Schrein des Lebens sein. Und jetzt sind wir aufgewacht. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Aber egal. Gehen wir erstmal runter, würde ich sagen. Das dürfte wohl der alte Mann gewesen sein, diese 10er Coin. So, die ersten beiden Bokoblins. Ja, nice. Und das soll wohl der erste Schrein sein. Dann gehen wir mal rein. Ich denke mal, das ist... Die Greifer sollen den Magneten darstellen. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein. So, das war doch ganz easy bis jetzt. Yes, das wird richtig geil werden. So, perfekt. Damit haben wir den ersten geschafft und können rausgehen. Nice. So, dann müssen wir noch die anderen vier suchen. Was das hier darstellen soll, weiß ich jetzt nicht. Ist schwer, alles wiederzuerkennen. Ach, das ist der erste Turm. Ah, okay. Das soll der erste Turm sein, den man aktiviert. Nice. Nein. Oh, toll. Ja, ist klar, Diggi. So, dann geht's hier jetzt rein. Nice. Haben wir schön verkackt. Danke, Kumpel. Ach, da oben geht's noch weiter. Okay, dann gehen wir mal da oben. Ach nee, da oben kommen wir gerade gar nicht lang. Schön blöd von mir. So, dann gehen wir erstmal hier weiter. Ich weiß jetzt nicht, was das darstellen soll. Sorry, Leute. Nein! Oh Gott, war das knapp. Ich dachte jetzt schon, ich sterbe. Was soll denn das darstellen? Magnetrune kann das auf jeden Fall nicht sein. Bomben würde ich auch nicht sagen. Nein. So, da müssen wir aber vorsichtig sein. Und wir haben den Schrein auch geschafft. Sehr gut. So, jetzt heißt es weitersuchen. Oh Gott, ein Carmack, Alter. Danke für die Feuerblume. Du darfst gerne wieder gehen. Da ist der dritte Schrein. Und danach fehlt nur noch einer. On-Off-Switches. Was das darstellen soll, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das Level sieht auf jeden Fall interessant aus. Ach so, ja, na klar. Ich Trottel. So geht's ja auch. Stampfattacke natürlich. Und damit haben wir den dritten Schrein fertig. Und jetzt nur noch einer. Ein Stern. So, mal gucken, was der uns bringen soll. Ah, um den Kettenhund wahrscheinlich. Tschüss, Kettenhund. So, dann gehen wir mal rein. Keine Ahnung, was das jetzt sein soll.
Wow, das ist ätzend. Na komm, lass mich da ran. Nein! Geschafft. Puh. So, ich möchte gern einmal durch die Tür rein. Meine Güte, Mario, kletter da rein. Link. Wir sind ja Link, dürfen wir nicht vergessen. Vorsicht. Und da ist das Ziel. Ja, okay, keine Ahnung, was das bringt. So, wir gehen. Wir müssen zum Anfang zurück. Vorsicht. Ja, Diggi, ist klar. Naja, egal. Laufen wir einfach zurück, komplett. Nicht den Turm hochklettern, sondern durch die Tür. So, was das jetzt gebracht haben soll, weiß ich nicht. Reshiram 2 oder so, keine Ahnung. Ach so, dafür brauchen wir... Ja, okay. Ich verstehe. Ich verstehe schon, Leute. So. Vorsicht, wir wollen ja nicht unser Propellerteil verlieren. So, wir haben es geschafft. Nice! Oh yeah, Mario Time! War ein schönes Level, also sehr angenehm zu spielen auf jeden Fall. Mit ein paar netten Rätseln. Design war jetzt nicht so, man hat vieles nicht wiedererkannt, aber es war nett. Kriegt auf jeden Fall ein Like. Und wir gehen endlich in die beliebten Level. Wir haben jetzt nur Favoriten von mir rausgesucht. Jetzt geht's aber mal in neue Gefilde. Auf geht's in die beliebten Level. Mal gucken, was wir da haben. Versuchen wir, oder haben wir Planetary Exploration schon? Nee, wir versuchen's mal. Mal gucken, was das jetzt wird. Masa stand da. Von einem Japaner. Oh, die Mario Galaxy Mucke, ich liebe sie, ne? Wow, was ist das denn, Alter? Müssen wir hier jetzt warten? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, tatsächlich. Oh, das ist ja geil gebaut. So, sehr nice. So, wir können einfach mit der Rakete fliegen. Das ist ja geil. Ja, nice. UFOs, Alter. Geil. Ey, das Level gefällt mir echt gut. Aber leider ist es ein Level, wo wir wenig machen müssen. Mal gucken, wo wir am Ende hinkommen. Erstmal ein Checkpoint. Okay. So, was passiert jetzt? Niedrige Schwerkraft. Okay. Ah, das soll ein Monster darstellen. Okay. Sehr cool. Aliens, so gesehen. Noch eine Feuerblume. Die gönnen wir uns mal. Ey, Mario, komm, schnapp sie dir. So, nice. Sollen das seine Greifarme sein? Das ist ja cool. So, jetzt können wir hier rauf. Und weiter. Na! Was ein cooles Level bis jetzt.
Oh, Bosskampf. Okay. Dann starten wir mal. Bowser bedroht das Universum und wir müssen ihn natürlich wieder mal aufhalten. So, das war aber leichter als gedacht. Wir brauchen den Pow-Block da oben. So, und einmal in die Wolke rein, dann haben wir es, glaube ich, auch schon geschafft, oder? So, nice. Yes! Sehr cooles Level. Schön designt auf jeden Fall. So, machen wir weiter. Ein paar andere geile Level finden. Mario Maker 2 ist die Kurve von guten Leveln wirklich sehr krass. 3D World Game Version. Probieren wir es mal. Sieht interessant aus. Mal gucken, was wir hier haben. Wieder von einem Japaner. Ich hoffe, ihr seid so gespannt wie ich. Ah, okay. Die Mario 64 Mucke, ne? Die ist das Beste. Ach so. Okay. So, nice. Ey, das ist richtig geil, so ein Minispielraum, Alter. Ja, und jetzt? Ah, okay, interessant. Das ist ja geil. So, jetzt muss ich aber mal überlegen, was müssen wir hier machen? Ah, okay. So, weiter geht's. Na, verdammt. Ja, nice. Oh, das Level ist geil. Das gefällt mir richtig gut, Leute. Ich schwör's euch. Sowas liebe ich einfach. So, wo geht's lang? Verdammt. Das ist ein bisschen schwieriger. So, geschafft. Nice. Eine Feuerblume. Okay, dann werden wir sie mal mitnehmen. So, das war easy. Okay. Sehr nice. Ah, okay, wir müssen immer resetten. Nein. Ah, ich verstehe. Perfekt. Wie viele Rätsel... Oh Gott. Ach so, ja, okay. So, jetzt... Komm, lauf! Oh, so, Checkpoint. Wir haben erst den ersten Checkpoint erreicht, Alter. Was ein Level. Ah, ich muss... Ah, okay, das ist der Boss.
Sehr cool. Geiler Bosskampf auf jeden Fall. Sehr innovativ. Nice, stand da gerade. End. Oh, wie geil. Das Level war cool. Das war richtig geil. Bitte mehr von solchen geilen Leveln, Alter. Das war cool. Die Ideen hier waren richtig geil. So, Hardcore-Jumps. Oh, wollen wir hier mal reingucken? Wollen wir hier mal reingucken? Oh, das wird so schrecklich werden. So, weil das Level schaffen wir nicht mehr zu Ende. Dafür ist die Partlänge bestimmt noch zu kurz. Aber wir gucken mal rein. So. Vorsicht. Wow. Das ist ganz schön heavy. Ah, wir haben es First Try geschafft. Sehr nice und schön ausbalanciert. Das war jetzt eher Glück, als dass ich das so gut kann. Kriegt auch ein Like von mir, weil so schwer ist es gar nicht. Aber es hat Spaß gemacht, das zu spielen. So, und die Jumps waren halt nicht so hart, wie ich jetzt gedacht habe. Dann haben wir vielleicht noch Zeit für ein kleines Level. Mario Land Super Ball Shooter. Machen wir das nochmal. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich hatte den Superball Power-Up noch nicht. Probieren wir das aus. Und Mario Land Super Ball Shooter von Danny H9. Dann gucken wir mal. So. Und das bringt uns. Ah, okay, jetzt kommen wir da oben lang. Ich bin ein Trottel. So, perfekt. Ey, bis jetzt, das ist auch ganz cool. Das ist auch so ein Rätselding. Ja, und jetzt? Ah, ich muss... Jetzt kann ich das Rätsel erst spielen. So, sehr schön. Dann wollen wir mal weiter hoch. Sehr schön. So, daran haben wir den Schlüssel. Bis jetzt auch sehr gut designt. Das so auf das Superball-Power-Up anzupassen, muss echt schwer sein. So, eine der roten Münzen habe ich. So, die zweite habe ich auch. So, jetzt muss ich wohl nach oben. Ah. So, jetzt habe ich's. So, perfekt. Jetzt müsste ich hier hochgehen können. Und die Starcoin wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Oh, das gab mir gleich die rote Münze. Scheiße, jetzt müssen wir warten. Ah, sehr nice. Sehr gut, ich habe sie gekriegt. Perfekt. Oh, das Level macht Spaß. Und zum ersten Mal die Superballblume. Was halt auch auffällt, ist... die Musik bei der Superballblume, wenn ihr die einsetzt, ist anders. Und es gibt hier netterweise ein One-Up. So, damit haben wir die 5 Münzen. Sehr geil. Oh, er ist ein Checkpoint, also geht's noch weiter. Ah, das ist schwer. So, den habe ich. So, das gab schon mal sowas, aber jetzt müssen wir hier lang.
Oh, scheiße. Wofür war denn jetzt der Pow-Block? Ach, dafür. So, sehr schön. Ja, super. Läuft bei uns. So, hoch hier. Und weiter geht's. So, wir können weiter. Nice. Oha. So, damit habe ich den ersten. Und das habe ich auch. Damit können wir weiter. Ah, okay. Nein. Nein. So, perfekt. Ah, scheiße. Verdammt. Hätte ja klappen können bei First Try, aber... Nee, ich war zu dumm dafür. Ja, jetzt heißt es warten. So, jetzt aber schnell. Perfekt. Jetzt müssen wir erstmal da hochkommen, lel. Okay, das geht nur von hier anscheinend. What? Ich komme ja jetzt nicht mehr hoch, oder was? Doch, na klar. So, easy. Ah, okay. Perfekt. So, jetzt haben wir uns hier eine Treppe gebaut. Und wir können da rein. Mal gucken. Nice. So, geht's jetzt zum Boss oder was? Weil da oben die Blume war. Ja, der Boss. So, was wird passieren? Nein! Oh, scheiße. Es gab wenigstens einen Checkpoint. Ach, das Level werden wir jetzt aber noch beenden. Komm, das schaffen wir. Bosskampf. Ich habe also nur verschieden viele Versuche, also muss ich sehr aufpassen. So, aber es geht noch weiter. Na? Ja. Wie oft muss ich das denn jetzt machen? Dreimal. Perfekt. So, damit haben wir den Bosskampf geschafft. Sehr nice. Run. Sehr cool. Am Ende noch so ein Jingle reingehauen, aber damit geht der Part auch wieder viel zu lange eigentlich. Geiles Level. Solche Level gefallen mir am besten. So, sehr cool gemacht. Ja, Leute, dann würde ich aber sagen, ich beende hier den Part. Ich werde im Anschluss an diesen Part gleich den nächsten aufnehmen. Ich muss vorproduzieren für die Gamescom. Ich bedanke mich hier bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, würde ich sagen. Habt bis dahin einen schönen Tag, wann auch immer ihr das guckt, auch wenn Abend, dann habt einen schönen Abend. Und ich sag dann hier nur noch, bis dann!
Vielen Dank für das Zuschauen bei diesem Part von Super Mario Maker 2. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch spielen soll. Wollt ihr noch mehr von Super Mario Maker 2 sehen, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Videos, die euch auch noch gefallen könnten. Wollt ihr nichts mehr von mir verpassen, dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Tschüss!